Was haben wir Neues zu berichten? Wir haben das Hochkönigreich der Nordsee gegründet. Das ist eigentlich die große Magie, die wir geschafft haben mit Hochkönig Thor. Aber wir haben das Hochkönigreich, ja, das hatten wir doch, boah, ich bin selber, wir haben schon ein bisschen länger nicht mehr gespielt. Deswegen bin ich selber auch so ein bisschen lost gerade. Hat er das gegründet? Nee, das hatten wir doch noch. Da, sag ich doch. Der Seekönig, das war unser Vater, der das gegründet hat. Und wir sind der Blutvater, denn wir haben das Blut geweiht, sowas. Genau, und wir haben, wir regieren auch noch gar nicht so lange. Also wir regieren, soweit ich weiß, auch erst seit 74, erst seit einem Jahr. Wir sind auch schon relativ alt, aber unser Vater ist gestorben. Und wir haben das Problem, dass obwohl unsere Vasallen uns an und für sich gar nicht so wenig Das ist mein Bruder, der darf mich hassen. Uns haben gerade sämtliche Vasallen den Krieg erklärt, weil die einen Befreiungskrieg gegen uns wollen, weil sie Unabhängigkeit wollen. Sie wollen Unabhängigkeit. Das ist das Problem und damit haben wir aufgehört. Mit einem... Warum habe ich denn mitten im Krieg aufgehört? Ach du Scheiße, ich habe einen Krieg zu gewinnen. Dankeschön, Badewannen-Diva übrigens. Vielen lieben Dank. Ich habe einen Krieg zu gewinnen. Moment, ganz kurz, Leute. Ich habe Mittagessen bekommen. Von meinem Ehrenfreund. Ich habe mega geiles Mittagessen bekommen. Na, da fühlt sich der Krieg ja schon mal viel besser an. Da fühlt sich der Krieg ja schon viel besser an. Ach, Blödsinn, die wollen ja nur die... Oh! Die wollen nur eine niedrigere Lehnsautorität. Ja, dann ist ja ultra entspannt. Boah, ich dachte schon, die wollen sich von mir komplett loslösen. Ey, danke für den Hinweis. Ich war schon mega gestresst gerade, weil ich dachte, um Gottes Willen, das wird ja mega der Horror werden. Aber die wollen nur eine niedrigere Lehnsautorität. Dann ist das gar nicht so schlimm, wenn wir das verkacken. Jetzt ist halt die Frage, habe ich Kinder, die ich verheiraten kann, um da vielleicht, okay, die ist verlobt. Die ist noch nicht verlobt. Aber die wollte ich auch nicht wegschicken, glaube ich, ne? Wobei, der Sohn wird ganz schön mächtig werden. Vielleicht packe ich da doch meine Tochter rein. Aber ich habe lauter so krasse Töchter. Holy shit. Oder ich packe da meine Halbschwester rein. Aber dann kriege ich nur mit dem ein Bündnis. Ich will ja mit seiner Mutter ein Bündnis haben. Seine Mutter ist ja die, die mir hier mit viel Armee gerade auf die Pelle rückt. Zu ihr bräuchte ich ein Bündnis. Und die wird den weißen Frieden auch nicht akzeptieren. Ja gut, dann müssen wir da jetzt Krieg führen. Das hilft nichts, dann müssen wir da jetzt Krieg führen. Aber das kriegen wir schon hin, oder? Das müssten wir eigentlich hinkriegen. Also die sind auf dem Papier, sind die halt mehr. Oh Gott, auf dem Papier sind die viel mehr. Kann ich? Ich habe auch zu viele Herzogtümer gerade. Das macht halt alles ein bisschen schwieriger. Ich kann ihn noch um Hilfe bitten. Das werde ich auch machen, auf jeden Fall. Ich kann ein Bündnis mit Prinz Ragnar aushandeln, der mein Halbbruder ist. Auch das werde ich auf jeden Fall machen. Ich kann
Ich kann lauter Herzogtümer schaffen. Aber ich habe schon zu viele. Wo ist denn Gwind? Gwind wollte ich doch safe nicht behalten, oder? Ja, das wollte ich doch safe nicht behalten, denke ich mir gerade. Wie ist denn meine Erbfolge überhaupt? Oh Gott, jetzt muss ich mich da überall wieder reindingsen. Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. Wie mache ich das jetzt? Wem gebe ich denn Gwind? Das ist mein Bruder. Der hat 3 Königreiche. Der braucht bei aller Liebe nicht noch eins. Also der braucht nicht noch eins. Und der hasst mich auch so sehr. Warum? Gut, ich bin ein Mörder. Ah, meine Hofpracht ist auch wieder am Arsch. Ja gut, I see. Gut. Gut, aber du magst mich. Und du bekommst jetzt einfach Gwind. Ja, nimm das noch dazu. Gwinnet. Ich kann es nicht aussprechen. Aber ich muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich nicht mehr zu viele Herzogtitel habe, weil mich die sonst anjammern und deswegen nicht mögen. Hier bekommen wir Geld. Hier bekommen wir, da warten wir, bis wir mehr Geld bekommen. Das passt, okay. Und dann kümmere ich mich jetzt um diese ganz furchtbare Schlacht, die jetzt gleich entstehen wird. Aber die kommen alle stückchenweise an. Also wenn die alle häppchenweise ankommen, dann bin ich entspannt. Dann kriegen wir das hin. Mega gut, ey. Holy shit. Also, ich weiß, Kalle hat selber auch noch eine eigene Karriere und das respektiere ich, aber ich hätte jetzt auch nichts dagegen, jeden Tag vor diesem Mann bekocht zu werden. Kocht richtig gut. Hallo Kalle, by the way. Ups, ich habe nie gesehen, dass du in meinem Chat bist. Ja, das ist schwierig. Hä, es wird schon gespielt? Ja, ausnahmsweise. Ui. Mir wurde was geklaut. Das holen wir uns dann zurück auf jeden Fall. Ich warte geduldig auf meinem Thron, auf die Ankunft von Herzog Rikulf, der mir auch schon bald angekündigt und präsentiert wird. Er kniet ehrbietig wieder nieder und leistet den Eid, dem Reich als treuer Vasall zu dienen. Auf mein Geheiß hin erhebt sich der Herzog schließlich. Ich bringe meine Zufriedenheit zum Ausdruck und bekräftige das Anrecht von Rikulf auf die Ländereien, über die er an meiner Stadt herrscht. Jawohl, Prestige und Hofpracht, gib. Gib. So, da kommt jetzt ein bisschen viel Armee an und ich hoffe, dass wir da jetzt ein bisschen schneller dort sind, weil ich nicht gegen all diese Armeen kämpfen möchte, sondern nur gegen einen Teil. Warum töte ich die Königin aus dem Friesland? Ich hätte mir meine eigene Folge davor anschauen sollen. Dann wüsste ich das vielleicht noch. Auf jeden Fall ist sie jetzt tot. Warum wollte ich das Friesland destabilisieren? Ja, ich kann jetzt gerade nichts finanzieren. Ich muss gerade eine Schlacht gewinnen. Und die macht mir ein bisschen Sorgen, die Schlacht. Oh, die macht mir ein bisschen... Huh? Meine Tochter wurde mit 19 in der Schlacht erschlagen. Wunderschön, intelligent, robust und eine Schildmaid und ist einfach erschlagen worden. Darauf erstmal Nudeln. Darauf hilft nur Nudelauflauf.
Wir werden sie rächen. Verdammt, wo ist er denn jetzt? So, erste Schlacht, Dingst gemacht. Ja, ich weiß, dass die erschlagen wurde. Aber ich will zu diesem Herrn. Genau zu dem möchte ich. Du wirst sterben. Das ist eine ganz einfache Sache der Rache. Also das hat nicht mal... Das hat keinen anderen Hintergrund, außer dass ich dich jetzt nicht mag. Aber du hast auch einfach meine Frau, meine Tochter erschlagen. Und so ist das jetzt. Ui, das ist mein Erzfeind. Nee, mein Erzjägermeister, nicht mein Erzfeind. Ich wollte gerade schon sagen, wenn das mein Erzfeind wäre, dann würde ich den vielleicht nicht als Ratsmarschall einsetzen. So, die erste Schlacht haben wir gewonnen. Es gilt, viele weitere zu bezwingen, aber das schaut gut aus. Okay, da haben wir die nächste Schlacht. Genau, ich kann auch das mir noch nicht leisten gerade. Aber ich habe, ja, meine Frau ist doch nicht mehr so jung, ne? Meine Frau ist nicht mehr so jung, dass ich das gewährleisten kann, dass die mir vielleicht noch ein Kind schenkt. Eine neue Tochter. Eine Ersatztochter. Das klingt grausam. Oh nein! War das nicht jetzt die Generation, in der ich meine Religion reformieren wollte, um mit einer weiblichen Erbin endlich weiterzuspielen? War das nicht diese Erbschaftstochter, die ich haben wollte? Deswegen sie auch nirgendwo eingeheiratet wurde, gut möglich. Ich meine, jetzt haben wir zwischen unseren Spielständen nicht mehr so viel... What? Der ist einfach aus dem Knast entkommen. Ich kotze. Ich meine, jetzt haben wir auch nicht mehr so viel Pausen zwischen den einzelnen Spielständen. Warhammer kam jetzt raus. Jetzt spielen wir wieder jeden zweiten Tag Crusader Kings 3 im Stream. Also... Die Verwirrung, die wir jetzt am Anfang dieser Runde haben, die haben wir dann nicht mehr. Aber uff. Also dieser Krieg bringt mir sehr viel Unglück gerade. Dieser Krieg bringt mir sehr viel Unglück und sehr viel Unzufriedenheit gerade. Es macht mich nicht glücklich. Wirklich nicht. Wir müssen dann nach oben Sachen einnehmen. Wenn wir was einnehmen wollen. Ey, das läuft alles gerade nicht so, wie ich das gerne hätte. Das läuft alles gerade nicht so, wie ich das gerne hätte. Äh,
ich hätte ihr das verbieten können, auf Kurs hätte ich sie verbieten können, aber ich habe ja jetzt einfach 1,5 Wochen nicht weitergespielt an dem Spielstand. Meine Mutter ist gestorben und mein Leibwächter starb an inneren Verletzungen. Das ist langsam wird's richtig unangenehm. Aber ich hatte halt einfach 1,5 Wochen nicht gespielt, weil ja Warhammer rausgekommen ist und ich einfach das zeitlich nicht geschafft hatte. Und das ist jetzt so ein bisschen das Problem dabei. Und meine, ja, ich muss jetzt wieder reinfinden einfach und ich hatte das einfach nicht auf dem Schirm, dass ich das hätte machen müssen. Ich muss leider ein kleineres Schiff nehmen. Ich bin im Krieg. Ich kann mir kein großes leisten gerade. Es tut mir auch unfassbar leid, aber ich bin einfach im Krieg. Ich habe kein Geld. Und ich muss jetzt auch noch Champions rekrutieren. Und das ist ja mittlerweile auch teuer. Weil ich kein Stamm mehr bin. Wir sind ja mittlerweile feudal. Das heißt, neue Champions reinzubringen, ist jetzt richtig teuer. Das war definitiv ein Versäumnis der Vergangenheit, Shioka, die den Krieg begonnen hat. Ich habe aber auch nicht damit gerechnet, dass sie erschlagen wird. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn du da mit 9 Champions in eine Schlacht reingehst, die du gewinnst, dass deine 19-jährige Tochter mit 15 Kampfgeschick und robust und Schild malt, dass die da erschlagen wird. Ja, sie ist halt tapfer, das steigert die Wahrscheinlichkeit ein bisschen, aber ja. Hä? Okay, jetzt wird's mit den Kriegen langsam richtig unangenehm. So, schauen wir mal, ob das mit dem weißen Frieden anbieten klappt. Das hatten wir ja angeboten. Das ist gut. Das ist wichtig. Ich kann nämlich nicht 2 Schlachten gleichzeitig führen. Und jetzt wurde mir gleichzeitig, das war zu vermuten, dass das passieren wird, dass mein Schwager sich da gegen mich stellt. Das war zu vermuten, dass das passieren wird. Aber ich hatte gehofft, dass es nicht passiert. Und ich habe dem, ja, ich habe dem gar nicht so viel gegeben eigentlich. Aber der hat sich auch noch Söldner geholt. Unangenehm. 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 So. Die hat jetzt keinen Vormund mehr. Ich gebe die direkt zu mir. Und sie hat auch keinen Vormund mehr. Die gebe ich auch direkt zu mir. Dann erklären, machen wir das selber. Dann können wir hier Geld annehmen und hier Geld annehmen. Und dann frage ich mich gerade, warum ich niemanden in den Krieg mit reinziehen kann. Habe ich noch keine krassen Bündnispartner right now? Wirklich nicht? Warum kann ich den nicht in den Krieg mit reinziehen?
Dankeschön, Chloe, Steffel. Vielen lieben Dank für die 10 verschenkten Subs und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Das ist super lieb, Dankeschön. Ich habe halt nur eine 5%ige Wahrscheinlichkeit, dass das klappt. Und Dankeschön, Dankeschön, ihr Lieben. Wie viele sich da auch gerade einfach dran beteiligen, ne? Das ist schon echt heftig. Also, wie viele Leute da jetzt einfach aus meinem direkten Umfeld gleich gesagt haben, alles klar, wir schließen uns bei diesem Krieg an. Mir fehlen halt meine eigenen Champions. Weil meine eigenen Champions, ich muss aufhören, meinen eigenen Champions jedes Mal Ländereien zu geben. Ich schwäche meine eigene Armee jedes Mal so krass damit, weil meine eigenen Champions dann nicht mehr für mich kämpfen. Damit muss ich echt aufhören. Damit muss ich wirklich, wirklich aufhören. Na. Ich fürchte, das wird sich nicht einfach von sich auslösen, weil die jetzt ausnahmsweise wirklich mit ihrer gesamten Armee gesammelt angreifen. Und ja, es ist actually kritisch. Die Frage ist nur, ich krieg den auch nicht getötet wahrscheinlich. Also wir können es probieren, aber ich werde den auch nicht getötet bekommen. Nicht rechtzeitig. Ja, wobei 70%. In 2 Monaten. Ja, vielleicht kriege ich ihn doch getötet. Um da so ein bisschen die Moral zu schwächen. Hallo Staubsi. Gesammelt, die KI, ist das überhaupt erlaubt? Man sollte meinen, nein. Ach so, nee, das ist noch der andere Dude. Das ist noch der andere Dude, mein Fehler. Das ist noch der andere Dude. Ich wollte ja den da töten und ich habe das, glaube ich, nicht in Angriff gegeben gerade. Jetzt. Jetzt geben wir das in Angriff. Das ist ein echt... Das ist ein echt unangenehmer Start gerade. Das ist ein richtig unangenehmer Start gerade. Also ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir hier so einen Start heute hinlegen werden. So, mein Spielererbe ist erwachsen. Genau, und jetzt ploppen halt 100.000 Dinge gleichzeitig auf. Und das Erste, worum wir uns kümmern müssen, ist, dass mein Spielererbe nicht in der Armee kämpft. Das ist das Erste, worum wir uns kümmern müssen. Damit mehr... Boah. Wie das meine Armee runterballert, das kann ich nicht machen. Ah, es sind so viele Plop-Ups. Es sind zu viele Plop-Ups. Also Pop-Ups, nicht Plop-Ups. Aber es sind zu viele Plop-Ups. Wenn er mir jetzt die Armee zerschießt, habe ich ein Problem. Wenn er mir jetzt die Armee zerschießt, habe ich ein Problem. Ah, er erwischt mich. Scheiße. Ja. Now we have a fucking issue. Now we have a fucking issue, my friends. Wie mir auch einfach alle gleichzeitig wieder den Krieg erklärt haben. Es ist wundervoll. Ach, scheiße. Hm. Die Armee stirbt jetzt auch. Ich kann nur hoffen, ich krieg das aber auch nicht rechtzeitig eingenommen, bevor die da sind. Nee.
Und jetzt sind wir auch noch verschuldet. Weil die Armee so viel teurer ist, weil wir feudal sind. Der wird mir Schweden abnehmen, Freunde. Der wird mir Schweden abnehmen. Und ich werde es nicht verhindern können. Der wird mir Schweden abnehmen und ich werde es nicht verhindern können. Ich krieg den auch nicht getötet davor. Keine Chance. Wie schnell das auch einfach ging. Und dass der halt alleine auch so stark ist, weil er sich einfach 2400 Söldner gekauft hat. Der gewinnt halt einfach nur, weil er sich fucking 2400 Söldner geholt hat. Ich frage mich halt aber auch, warum ich keine Verbündnisse, also Verbündeten mit reinziehen kann. Also warum kann ich nicht sagen, hey, Estland, ach so, das ist ja, doch, das ist ja, das wäre ja, warum kann ich denn nicht mit dem ein Bündnis eingehen? Das nimmt er auch nicht an, ne? Ja, aber der hat auch nur 600 Mann, das bringt mir auch nichts. Wie sieht's aus mit Alba? Krieg ich da irgendwo ein Bündnis rein? Ich bin halt auch erst seit 2 Jahren an der Macht, so. Ich hatte noch nicht mal Zeit. Ey, der nimmt das jetzt auch nicht an, weil ich im Krieg bin gerade, ne? Nee, weil der Glaube sich unterscheidet. Ich bin halt literally, mir wurde ein Jahr, nachdem ich die Macht übernommen habe, wurde mir der Krieg erklärt. Ich hatte noch nicht mal Zeit, meine Töchter irgendwo unterzubringen. Und direkt hinterher der nächste Krieg. Also das ist alles zusammen sehr, sehr, sehr überschaubar von der Begeisterung, die ich gerade habe. Nennen wir es überschaubar. Und da sind die Kinder alle schon rausgetrennt. Was hätte ich denn, wenn ich jetzt bei meiner Tochter hin... Also die ist schon verlobt. Wenn ich da hingehe und sage, ich möchte einen Ehepartner finden und ich möchte was mit Bündnismacht haben, dann ist das Stärkste, was ich kriege, naja, 3700 Mann. Das könnte mir potenziell schon reichen. Das würde sie sogar matrilinear annehmen. Das ist spannend. Aber dann hätte ich jetzt einen Bündnispartner, den ich mir hoffentlich hier reinholen kann in den Krieg. Dann wäre es nicht verloren. Und jetzt kann ich sagen, hey, genau, jetzt kann ich auch mein Hausmitglied rufen. Das hat mir vorhin gefehlt. Und jetzt kann ich auch sie rufen. Und damit... müsste ich jetzt eigentlich... So, warum kommt sie jetzt nicht? Hä? Ah, die überlegt das noch. Jawohl. So, und jetzt habe ich 9400 Mann. Und jetzt müssen die nur noch ankommen. Nur noch. Okay, damit ist der Krieg noch nicht komplett verloren. At least something. Also habe ich meine Töchter doch noch verscherbelt, obwohl ich das nicht wollte. Die eine ist gestorben, die andere heiratet einen Lispler. Naja. Aber wenn das Lispeln seine einzige Sünde ist, dann soll es so sein. Gut. Ich könnte halt so mit Ustjuk auch noch ein Bündnis schaffen. Vielleicht eine mit den kleinen Töchtern. Eine von den ganz kleinen, die man auch noch loswerden kann. Sag ich einfach mal. Wenn die
mich nicht so glücklich machen sollten. Die Töchter, ne? Dann werden wir die im Zweifelfall immer noch los. Ich sag's ja nur. Dann werden wir die im Zweifelfall immer noch los. Es ist ja jetzt erstmal nur ein Verlöbnis. Was anderes ist es ja erstmal noch nicht. Und dann kann ich den nämlich auch gleich in den Krieg holen und dann sind wir gleich 12.000 Mann. Und dann wird's entspannt. Dann wird's lustig. Dann wird er sich hoffen, dass er mir diesen Krieg niemals erklärt hätte. Außer die Armeen kommen jetzt alle bröckchenweise an. Dann schrei ich. Ey, dann schrei ich sowas von. Ey, dann, oh. So, wenn wir jetzt alles an der Armee ausheben, was geht, solange die mir noch mehr Gebiete belagern, weil wenn die belagern, kann ich von dort aus keine Armee mehr ausheben. Und das wäre nicht so gut. Aber wir müssten jetzt 13.000 Mann haben. Und jetzt müssen die nur noch ankommen. Bitte kommt an. Jetzt müssen die nur noch nämlich, ne? Nur noch klingt schon wieder so großartig. Leute, ey. Ich sag's euch, wie es ist. Das war jetzt nicht der entspannte Crusader Kings 3-Tag, auf den ich mich heute eingestellt hatte. Das ist jetzt eher alles Krampf. Eher alles sehr viel Krampf. So, wo bleiben meine Verbündeten? Na, da kommt die Armee. Nee, was ist das für eine Armee? Armee von Chwin? Die kenne ich gar nicht. Wo kommen die denn her? Ah, ich habe 3 Verbündete, deswegen. ...36% Wahrscheinlichkeit, dass er stirbt. Komm schon, Paradox-Prozent. Seid einmal auf meiner... ...36%. Und sie haben gehittet. 36%. Ich habe ihn einfach ermordet. Gut, dann hätten wir das geklärt. Dafür bin ich jetzt ein Dynastiemörder. Aber honestly, das ist vergleichsweise ein ziemlich harmloses Problem, wenn ich das mal so sagen darf. Okay. Holländisch-katholische Populisten. Das ist unser nächstes Problem, das wir haben werden. Holländisch... Katholische, es ist alles rot. Ich wüsste nicht mal, wo ich den jetzt hinschicken soll zum Beruhigen. Es ist alles rot. Das ist alles anders. Alles neu. Alles nicht so, wie es sollte. Okay, aber das hat geklappt. Das ist doch cool. Das hat geklappt. Ich kann es selber noch nicht ganz glauben. Aber das hat geklappt.
Und jetzt muss ich nur schauen, dass ich meine Erbfolge noch fixe, weil ich habe hier noch so einen kleinen Sohn, der würde hier ein Königreich erben. Und das finde ich noch nicht so gut. Norwegen würde er kriegen. Naja. Ich habe mich angefleckert. Jetzt hat die so ein Bündnis, das mir nicht gefällt. Naja, gut. Aber wenn sie erben würde, wäre das gar nicht so schlecht. Also wenn meine älteste Tochter erben würde, das wäre actually gar nicht so schlecht. Dann könnten wir jetzt quasi das nutzen, um die Religion zu reformieren und endlich das Matriarchat bauen, von dem wir die ganze Zeit reden. Ja. Keine Chance, dass wir das mit dem noch schaffen. Keine Chance, dass wir das mit dem noch schaffen. Der wird in 100 Jahren nicht mehr fromm. Das können wir vergessen. Der wird in 100 Jahren nicht mehr fromm. Erstmal muss ich gucken, dass ich das mit den Finanzen wieder in den Griff bekomme. Das wird das größte Problem werden hier. So. Ein plötzlicher Schmerz in meiner Wade wird von einem grellen Schrei begleitet, der in meinem Rücken ertönt. Ich drehe mich rasch um, bereit mich zu verteidigen und sehe mich der winzigen Gestalt von Asa gegenüber. Das Kind schwingt in den dicken Stock wie eine Keule. Fürchtet mich! Die schreckliche Wikingerin, die Asa, ist gekommen, um sich euer Gold und eure Mönche zu holen, schreit meine Tochter und begleitet ihren Spruch mit einem Hieb gegen mein Knie. Ihr Topfhelm aus Zinn rutscht ihr über die Augen, sodass ich nur noch ein zahnlückiges Grinsen von ihr sehe. Papa, kann ich eine Schildmaid werden, wenn ich groß bin? Das ist der ganze Stolz meiner Dynastie. Ein edles Ziel zieht Blankschuft. Jetzt hat sie 13 Kampfgeschick. Mit 9. Bitte nicht noch eine Tochter, die stirbt. Please no. Not again. Ich bin verschuldet. Ich löse das Problem mal eben mit lokalen Räubern. Meine Schwester auf den Thron? Ach, der Dude hasst mich ja auch über alles. Der Dude hasst mich ja auch über alles, weil ich seinen Vater ermordet habe. Stimmt, da war ja was. Der Dude hasst mich ja auch. Also muss ich meine Schwester töten. Das wäre ziemlich heftig, wenn ich jetzt meine Schwester töten würde. Aber andererseits, wenn ich auch meine Schwester noch töten würde,
dann könnte ich halt stückweise wirklich dafür sorgen, dass alle anderen, die ein Anrecht darauf hätten, auf diesen Thron zu kommen, halt sterben. I mean, at some point, es ist auch irgendwie grausam, aber irgendwie halt auch nicht. Es gehört halt auch irgendwie dazu. Ich bin auch nicht mehr mit ihr befreundet. Damit funktioniert das dann auch ganz gut. Ja, ich bin halt unfassbar unbeliebt geworden. Ich bin halt unfassbar unbeliebt geworden, damit, dass ich den auch getötet habe. Und desto schneller ich meinen Sohn übernehme, desto besser wahrscheinlich at this point. Weil meine ganzen Verwandten mich halt hassen. Was halt nachvollziehbar ist, weil ich meinen Schwager ermordet habe. Das ist alles nicht so gut gelaufen. Nicht so gut gelaufen ist der Turm. Dankeschön Aschen für die 7 Monate und Dankeschön Psychomatze für die 2 verschenkten Subs. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Wie voll ist dein Kerker jetzt? Oh. So, Kinder lassen wir frei. Was ist mit dem? Den rekrutieren wir. Mal ganz kurz durchgucken. Den rekrutieren wir auch. Dann kriegen wir, gerade so ein bisschen unsere Armeereien wieder gefüllt mit Kriegern, die für uns kämpfen. Und das ist halt auch einfach billiger, als welche zu besorgen. Okay, der wird das nicht annehmen, den töten wir. Es ist halt auch einfach billiger. Kriegen wir lauter. Also teilweise sind die auch schon ein bisschen älter. Aber was soll der Geiz, ne? Besser als gar nichts, würde ich mal sagen. Und den Rest richten wir hin. Also alle, die nicht für mich kämpfen wollen, richten wir hin. So, wie sieht das jetzt mit der Fraktion hier aus? Kriege ich die auch noch anders gefixt, ist die Frage. Dadurch kriege ich halt kein direktes Bündnis. Das ist halt schade. Und dieses Bündnis will ich halt... Dieses Bündnis kann ich halt... Ich brauche halt noch ein Kind. Also ich brauche halt einfach mehr Kinder. Ich brauche eine Konkubine. Ich brauche unbedingt eine Konkubine, die mir Kinder bringt. Meine Frau ist halt zu alt. Kann ich mich von der auch einfach scheiden lassen? Ja. Gut.
Das tut mir auch leid. Also, ich fand dich ja auch echt nett. Aber die kann ich jetzt, kann ich meine eigene Frauskonkubine wieder zu mir, wahrscheinlich, okay, das ist jetzt grausam. Aber ich brauche einfach mehr Kinder, damit ich mehr Dinge eingehen kann, mehr Bündnisse. Die ist klug, die wäre schön, die bringt mir dann aber mit Pech ein bisschen zu viele Kinder. Zu viele Kinder finde ich auch nicht gut. Nehmen wir die kluge. Nehmen wir die kluge Frau. Dankeschön Kitty für die 5 Monate. Dankeschön Rianor für die 7 Monate. Dankeschön Loptopf für die 7 Monate. Und Aschenmimi und Dankeschön Matze nochmal. Vielen, vielen lieben Dank. So, und du machst mir jetzt ein Kind, hoffe ich. So, Geld haben wir auch wieder bekommen. Sehr gut. Und dann können wir jetzt den Rest von meine restlichen Gefangenen können wir hinrichten, um mein Stresslevel zu reduzieren und meine Frömmigkeit zu pushen. Sehr schön. Das hat auch funktioniert. Und wir arbeiten hier währenddessen an mehr Geld. Das geht auch. Ich habe gegen die kein Druckmittel. Der hat ein Hexegeheimnis, aber das Hexegeheimnis kriege ich nicht durchgeboxt. Oh Gott. Jetzt habe ich es einfach nur veröffentlicht. Aber dass ich es veröffentlicht habe, reicht doch, damit ich ihn jetzt einkerkern lassen kann, oder? Ah, er wird das nicht annehmen. Ah. Hallo Luna. Aber ich kann ihn sonst zu einem Gerichtskampf herausfordern. Das müsste auch gehen. Ja, das war leider der falsche Knopf. Ich habe zu schnell gedrückt. Der hätte sich auch erpressen lassen können. Ja, das war nicht so smart. Aber wir können auch einen. Ein Druckmittel fingieren einfach gegen ihn. Wir können ja auch einfach was behaupten. Ich bin ja nicht ohne Grund Ränkespiel. Dings. Ui, danke schön. Vielen lieben Dank, Rezina, für den Host. Ja, ich habe den Weber gemacht. Ich habe richtig gewebert gerade. Das war nicht so smart. Aber macht nichts. Und danke für den Host und Hallöchen an alle. Willkommen im Stream. Willkommen bei den Eumeln, oder bei der Brutmutter vielmehr. Wir spielen gerade mit meinem Solo-Run Iron Man Crusader Kings 3 Unmodded Spielstand weiter. Was gab's bei euch? Und hallo. Hallo, hallo. Dankeschön, Igis, für die 3 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Kreativen Stuff. Ui, das klingt gut. In welche Richtung kreativ? Das klingt gut. 8 Monate. Die können in 4 Monaten ein Ultimatum stellen. Wie hoch wäre denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich den getötet bekomme? Oh. Warum habe ich nicht den getötet, statt meine Schwester? Das ist ja viel smarter. Einfach auf den zu gehen, statt auf meine Schwester. Das macht doch alles leichter. Ach, mein Gode mag mich nicht.
habe ich dem Geld gezahlt. Alternativ hätte ich ihn auch töten können. Aber ich bin eh schon so angeschlagen. Ich habe das Gefühl, das wird nicht besser, wenn ich den jetzt hinrichte. Auch noch. Also ich bin schon ein Tyrann. Dankeschön, Nekonten Gaming, für den verschenkten Sub. Vielen lieben Dank. Holzanhänger mit einem Lötkolben graviert. Ey, das ist mega cool. Das ist ultra cool. Hallo, Kasmira. Ja, also momentan finde ich das Reich sehr zu groß. Also ich halte dieses Reich in der Größe jetzt eigentlich nur noch, damit ich meine Religion reformieren kann. Und dann bin ich auch bereit, es wieder abzugeben. Ich bin Kaiser. Wir haben das. Das war ja mein Ziel. Ich wollte das Hochkönigreich der Nordsee gründen. Und das haben wir geschafft. Und jetzt will ich eigentlich nur noch diese Religion reformieren. Und wenn ich das gemacht habe, dann suche ich mir ein kleines, ruhiges Plätzchen. Dankeschön, my crying bride, für den Prime Sub. Vielen lieben Dank. Zwei Monate. Und ich habe auch keine Kinder bekommen, mit denen ich irgendwie ein Bündnis dafür hätte machen können. Scheiße, ey. Ich kann Schweden nicht abgeben. Oder anders gesagt, ich will Schweden nicht abgeben. Schweden ist das Wertvollste, was ich habe. Wie viel kostet dich die Reformation aktuell? Ich habe noch nicht mal angefangen zu rechnen. Bin noch nicht da. Ich spiele den Charakter ja auch erst seit 4 Jahren oder so. Also mein Vater ist sehr alt geworden. Ich habe eigentlich nichts dagegen, wenn der stirbt, der Charakter. Ich möchte nur das Land ein bisschen ruhiger übergeben und nicht in diesen harten Zeiten. Jetzt habe ich dem Erzpriester 75 Gold gegeben und jetzt ist er einfach trotzdem gestorben. Großartig. Das hat sich ja richtig ausgezahlt. Warum mache ich denn auch so viel Minus immer noch? Ah, ich zahle auch 5,2 für Hofannehmlichkeiten. Und 2,9 für Hofämter. Das ist auch ordentlich. Vielleicht sollte ich meine Hofämter ein bisschen reduzieren. Aber ich brauche das. Ich brauche das alles. Außer das vielleicht. Aber das gibt mir zumindest ein bisschen Frömmigkeit und Hofpracht, die ich brauche. Die ich wirklich dringend brauche. So, und die kann ich jetzt zur Schildmaid berufen. Das wollte sie doch. Das war doch, glaube ich, die Tochter, die das unbedingt haben wollte. Und mit 17 Kampfgeschick darf sie definitiv eine Schildmaid werden. Ich hätte das halt gern, dass das meine Erbin wird. Das wäre echt cool. Also mit Ellen jetzt in das Matriarch zu wechseln, wäre halt insanely geil. Aber wir kriegen das, glaube ich, nicht so schnell hingeboxt. Wir kriegen das, glaube ich, einfach nicht so schnell hingeboxt. Und gleich, ja. Und gleich wird mir hier wieder der Krieg erklärt.
Es ist halt auch einfach ätzend. Also an irgendeinem Punkt ist es auch einfach ätzend, wenn dir innerhalb von 6 Jahren dreimal der Krieg erklärt wird. Like, ich habe den Titel geerbt. Es ist ja nicht so, als hätte ich den irgendwo abgenommen. Ich habe den Titel geerbt, ich habe den verdient. Lasst mich alle in Ruhe. Dankeschön, The Ghoster mit dem Toaster und geiler Name. Und dankeschön, My Crying Bride nochmal. Vielen lieben Dank. Danke wegen den Subs, ihr Lieben. Wie oft kommt eigentlich eine neue Folge auf YouTube? Also momentan lade ich alle 2 bis 3 Tage eine neue hoch. YouTube-Content kommt momentan, also es kommen jetzt at this point momentan zwischen 4 und 6 Videos die Woche auf meinem YouTube-Channel. Wir ballern gerade richtig rein. Jetzt die Tage kommt auch noch ein Behind-the-Scenes-Vlog vom Cosplay-Shooting. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Und ja. Mein Neffe ist im Kerker. Das ist ja super. Ach, Snorri. Snorri hat meinen Neffen eingekerkert. Na, super. Das freut uns natürlich. So, und dann müssen wir hier jetzt nochmal neu ausheben und machen wieder mega Verlust. Oh, und das Spiel beginnt von vorne. Dankeschön, Hübi, für den Prime-Sub. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Die Übergangsphase bei Machtübernahme ist immer kritisch, wenn nicht gut vorbereitet. Die war gut vorbereitet. Also, die war absolut gut vorbereitet. Das ist ja auch der Anspruch jetzt, ist, die wollen meine Schwester auf den Thron setzen. Literally, meine Schwester. In einer Kultur, die immer noch männerdominiert ist und Frauen eigentlich gar keine Titel gönnt. So. Wild. Der wurde abgesetzt. Super. Dann fehlt mir jetzt ein Bündnispartner für den Spaß. Das ist natürlich toll. Also, das ist natürlich großartig. Schweden ist das wichtigste Königreich, Chris. Also es wäre mir literally egal, wenn es Norwegen wäre. Also egal nicht, aber Schweden ist halt das wichtigste Königreich für mich. Weil ich meine Hauptstadt und meine Residenz in Schweden habe. Ich will halt das Upland nicht verlieren. Und Dankeschön, Tom, für die 33 Monate. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Ich muss auch Hof halten, ne? Ich habe keine Zeit, Hof zu halten. Mehr hast du nicht am schlauesten, jetzt einfach deine Schwester zu töten. Dann setzen die meine andere Schwester dahin. Das gibt sich nichts. Was mich daran erinnert, dass meine andere Schwester einfach mein Ratsmarschall ist. Und ich das ziemlich witzig finde. So. Wie lang braucht diese Armee jetzt noch, um fertig ausgehoben zu werden? Also ich bin halt literally wieder verschuldet, bevor die Armee da ist. Bruder!
Das ist einfach kein Zustand. Ich will nicht die ganze Zeit Krieg haben. Lasst mich doch in Ruhe. Papa hatte einfach zu viele Kinder. Ja, damit ich nicht den gleichen Fehler mache, habe ich mir jetzt auch einfach wieder eine junge Frau gesucht. Oh, Moment. Da geht was nicht auf in der Rechnung. Okay, wir haben ihn in den Wald rausgeführt. Geil. Geil. Das hat jetzt die ganze Kriegsgeschichte hier drastisch verleichtert. Drastisch erleichtert. Gefühlt ist seit Riot Court das Fraktionssystem broken. Es werden wegen jeder Kleinigkeit Fraktionen gegründet und die Gründe sind auch wirklich merkwürdig. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Kann es sein, dass du deine Provinzen nicht sonderlich ausgebaut hast? Hast du das Gefühl, dass ich in der dritten Generation, in der ich in diesem Spielstand spiele, und in der jetzt zweiten Generation, die ich seit 4 Jahren habe, in der ich überhaupt erst feudal geworden bin, dass ich noch nicht genug ausgebaut habe, weil ich ja nur über eine Generation ein Großkönigreich gegründet habe, von Graf zu Großkönigreich? Kann sein, dass ich nicht schnell genug war, ja. Nächstes Mal bemühe ich mich und bin ein bisschen schneller. Tut mir leid, dass ich getrödelt habe. Wieso hast du das nicht gebaut? Das geht doch nebenbei. Weil ich keine Gebäude mehr hatte, die ich bauen konnte als Stamm. Jesus. Wenn ich die Gebäude nicht erforscht habe, kann ich sie nicht bauen. Das geht doch nebenbei. Aber wisst ihr, was ich nebenbei gemacht habe? Ich habe Sex gemacht. Mit meiner 26-jährigen Hochkönigin Soete. Die bringt mir jetzt nämlich noch eine Tochter. Habe ich entschieden. Ach, dafür hast du Zeit. Natürlich, das ist billiger. Die muss mich ja lieben, wenn sie mit mir verheiratet ist. Also, sie muss nicht, aber es wäre schade, wenn nicht. So nämlich. Ja, siehst du? Wer kann das von euch sagen? Wenn er 3-mal verheiratet war? Mit wundervollen, intelligenten Frauen. Obgleich mich seine zahlreichen Versuche, meine Gunst zu erschleichen, nicht entgangen sind, bin ich nicht sonderlich erbaut von seinem plötzlichen Interesse an mir. Der obsessive Wunsch von Herzog Thor, mich zu beeindrucken und sein plumpes zur Schaustellen gekünstelter Zuneigung widern mich ehrlich gesagt sogar an. Ach, der... Dann kann ich mich mit dem anfreunden quasi. Aber ich will mich mit dem nicht anfreunden. Ja, ein Freund kann mir eigentlich nicht schaden in der jetzigen Zeit. Wir freunden uns mit dem an. Machen wir das mal so. Und wir wollen... Habe ich den Anstifter? Den habe ich schon. Ich habe den doch schon, oder? Ja, habe ich doch schon. Ja, eben. Ich dachte mir gerade auch die ganze Zeit, ich habe irgendwie was übersehen.
Und ich würde gerne auf Theologie switchen, aber ich kann nicht. Wann kann ich denn wieder switchen? Was steht denn da? Müsste ich da nicht eigentlich wieder switchen können? Lass uns da gleich mithelfen und dann darüber gehen und dann sollte der Krieg vorbei sein. Also grundlegend will ich keine Tipps haben, weil es im Chat gerade schon wieder zum 100. Mal drin steht. Ich suche nicht nach Tipps in dem Spiel. Ich spiele den Run auch nicht aus Min-Max wie andere Leute. Ich will einfach nur das Spiel genießen. Und einfach grundlegend, wenn du nicht nach einem Tipp gefragt wirst auf Twitch, dann kannst du davon ausgehen, dass der Streamer keinen Tipp haben möchte. Fertig. Aber Chips hätte ich gern. Chips wären cool. Wenn du Chips hättest, die würde ich nehmen. Ha, ich bin die ganze Zeit auf auf 1er Geschwindigkeit und wundere mich, warum es so langsam vorangeht. Okay, er hasst mich, weil er ist stur. Achso, leichte Schulden, unreformiert, kurze Herrschaft, Dynastiemörder, hinterlistig, nochmal Dynastiemörder, hat einen Verwandten ermordet, deckte mein Geheimnis auf, fingierte ein Druckmittel, Mörder. Kann der mir dreimal Mali reinknallen, einfach nur, weil ich ein Mörder bin? Also das finde ich ein bisschen übertrieben. Ich finde, wenn ich schon ein Mörder bin, dann sollte das halt auch reichen, so. Und ich würde jetzt auch gerne meine Armee wegmachen, weil ich einfach so hart verschuldet bin gerade, dass ich halt keine Zeit mehr habe jetzt hier. Ich habe auch kein Messer, aber ich bin zu voll, mir ein Messer zu holen. Also muss ich mit meinen Fingern essen. Du hast ja nur einen Verwandten oder zwei. Waren schon zwei. Aber so viel ist das jetzt auch nicht. Ich kann keine Räuber ausheben, während ich im Krieg bin. Können wir den Krieg bitte gewinnen? Ich habe halt keine Zeit mehr für den Krieg gerade. Und jetzt bin ich auch noch krank geworden. Na super. Okay, wir müssen hier ein bisschen reduzieren. Ich kann mir das einfach nicht leisten. Ich kann mir das einfach nicht leisten. Die werden halt jammern, wie scheiße. Weil meine Profpracht massiv drunter leidet. Aber damit machen wir zumindest wieder Gewinn. Und, oh, ich habe wirklich noch eine Tochter. Okay, krass. Was für ein krasses Baby wir gerade noch bekommen haben. Die kleine Sophia.
Hatte die schon 13? LOL. Ja, die ist einfach, ja. Die ist, die kommt quasi mit einer Axt in der Hand auf die Welt und schreit dich an. Das ist halt schon krass, also schon krass, wenn die schon so auf die Welt kommen. Das ist schon eine Ansage. Das ist schon eine ziemliche Ansage. Sie wurde geboren, sie wurde gewogen und sie wurde für gut befunden, gut genug befunden. Was heißt hier gut genug? Die ist absolut insane. Aber ich würde mir wünschen, dass jetzt hier diese Schlacht langsam mal vorbei ist, dieser Krieg, den niemand braucht. Ja, da haben wir's. So, und ich bin auch nicht mehr krank. Großartig, Weltklasse. Und da warten wir nochmal, bis ich die 100 Gold bekomme, weil die brauche ich wirklich dieses Mal. Und dann lasst uns mal hier... Alter, wie mir die einfach aus dem Knast abhauen die ganze Zeit. Und wie schnell auch. Und... Wie schnell auch einfach. So, was wollen die denn jetzt von mir? Ich genieße gerade einen seltenen Augenblick der Ruhe zwischen zwei Ratssitzungen, als Högni mich beiseite nimmt. Mein Lehnsherr, setzt er vorsichtig an. Als eure Leibwache ist es mir eine Ehre, euch beschützen zu dürfen. Doch das ist lächerlich. Er zieht seine Klinge halb aus ihrer Scheide und lenkt die Aufmerksamkeit auf ihre vielen Scharten und Dellen. Mit diesem ramponierten Ding kann niemand erwarten, dass ich meine Aufgabe erfolgreich nachkomme. Gewiss ist Qualität doch alles, was zählt, wenn es darum geht, dafür zu sorgen, dass der Hochkönig sein Leben nicht verliert. Da kriegst meine Waffe, die brauche ich eh nicht. Ich habe kein Geld, um dir für irgendwas Geld zu geben. So. Oh nein. Und da haben wir die nächsten Populisten und das ist einfach nur nervig und ich habe so und alle hassen mich und ich sollte einfach sterben. Das ist mit Abstand das Beste, was ich tun könnte gerade. Einfach sterben. Kann ich mich... Ich könnte mich töten. Aber töten ist irgendwie so the lame way out. Und wir wollen eigentlich nicht the lame way out. Wir wollen eigentlich einfach nur unsere Schulden loswerden. Und töten ist dafür eine ziemlich radikale Idee, das zu machen. Lasst uns mal stattdessen hier in Lothringen ein bisschen plündern gehen. Aber meinst du, dein Nachfolger hat es leichter? Der hat zumindest nicht dreimal wegen Mörder. Der hat zumindest nicht dreimal die wegen Mörder. Hallo, Valk. Aber wahrscheinlich hat er es nicht leichter. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber ich bin... Ah, jetzt kann ich wechseln. Finally. Dass wir jetzt auf Theologie gehen, damit wir vielleicht... Vielleicht schaffen wir doch die Reformierung. Das wäre ultra cool. Also die Reformierung zu schaffen, wäre wirklich, wirklich ultra cool. Dann könnten wir jetzt noch auf Frauen umswitchen in unserer Erbfolge und könnten endlich mit dem Matriarch anfangen, das wir spielen wollten. Hallo Schmajak und hallo Lucid. Und dann haben wir ja, darüber hatten wir schon gesprochen, als nächstes Ziel, das wir uns erarbeiten wollen, ist wie heißt dieses Achievement mit den 10 unterschiedlichen Königen?
Dynastie der vielen Kronen oder so. Ich habe die nordische Kultur, deswegen kann ich noch plündern, genau. Da müssen wir dann eh ein paar Sachen abgeben. Aber ich will Schweden halt nicht abgeben. Das ist halt das Problem. Außer ich krieg dafür Byzanz. Dann würde ich Schweden potenziell abgeben. Aber Byzanz kriegen wir nicht. Byzanz schaffen wir nicht. Byzanz müsste ich doppelt so viel Armee haben, weil ich alleine 4.100 Garnisonsschwelle da habe. 4.100 Garnisonen. Du kriegst einfach die Stadt nicht eingenommen. Egal, wie viel stärker du bist. Du kriegst einfach die Stadt nicht eingenommen. Kannst es einfach nicht belagern. Kann man als Stamm im Late Game noch mithalten oder ist Feudalland schon Pflicht? Es macht halt nicht wirklich Sinn, im Stamm zu bleiben, weil du halt einfach nicht die Gebäude bauen kannst, die du halt möchtest. Du hast viel größere Probleme mit Erbschaft. Also es hat halt keinen Vorteil, drin zu bleiben. Ach, was führen wir da jetzt für einen Krieg für eine andere Person? Die Krim. Also, ich... Die Krim? Wirklich? Es geht um einen Krieg um die Krim. Das ist ein sehr lustiger Zufall heute. Naja, was heißt lustig? Ein sehr spannender Zufall heute. Ui. Nee, ich will es ja nicht einnehmen, Mojo. Ich will es ja nicht einnehmen. Meine Aufgabe ist ja, es zu verteidigen. Ich bin verbündet mit der Krim. Aber weil meine Tochter dahin verlobt ist. Aber es hat halt keinen Sinn. Also. Ja, der wird mich danach hassen. Das verstehe ich auch, dass der mich danach hassen wird. Aber der Vater, mit dem ich das Bündnis hatte, ist halt weg. Und jetzt hat der halt nur noch dieses kleine Ding. Und also, ich will meine Tochter da jetzt eigentlich auch nicht an, also, ich will meine Tochter auch nicht an die Krim schicken. Es tut mir auch ein bisschen leid. Tut mir auch ein bisschen leid. Aber halt auch nicht wirklich. Also. Und es ist halt auch irgendwie meine Tochter. Und die ist halt auch ein Kriegshöfling. Und Tapferkeit geht, Grimmigkeit geht. Was hat sie denn? Nice, ich krieg da gerade ein bisschen so Glaubenspunkte, Frömmigkeitspunkte. Das gefällt mir ganz gut eigentlich. Ach, und der Sohn braucht auch jemanden neuen, der ihn erzieht.
Das wird gemacht. Was heißt Kriegshöfling? Das bedeutet, dass sie mindestens 5 Jahre an einem Hof war, der von rauflustigen Kriegern und Strategen bevölkert wird. Und da wir einen Kriegshof haben, kommt das daher. Das sehe ich auch zum ersten Mal, das Symbol. Das ist ziemlich cool. Das gibt nochmal Kriegsführung und Kampfgeschick. Und wir haben halt einen Kriegshof. Das heißt, meine Kinder profitieren halt in der Theorie alle davon. Dankeschön, Don Wald, für die 9 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Und hallo, Pönni. Ich habe so Migräne heute, das ist insane. Wer hat zum Beispiel den Diplomatenhöfling? Der macht Diplomatie-Boni. Das ist echt cool. Das ist echt cool. So, das ist ausgelaufen, das Bündnis. Das ist doof. Oh, ein Albino-Kind. Oh. Hallo Luna. Wie wählt man, was für einen Hof man hat? Du kannst, wenn du auf den Hof, die Hofpracht gehst, hier unten kannst du wählen. Das heißt immer davon abhängig, was du für einen Herrscher auch hast. Und was für eine Kultur. Hallo, keine Ahnung. Und Dankeschön, NausGaming, für den verschenkten Sub. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. So, wir haben jetzt erstmal hier Geld geklaut. Also geliehen. Geld geliehen, ohne es zurückzubringen. Das war ja eher die Idee. Und wir gehen da jetzt gleich nochmal rein und plündern noch ein bisschen mehr. Aber wir sind nicht mehr verschuldet. Das ist eine schöne Sache. Und außerdem brauche ich auch keine Gebäude ausbauen, wenn ich einfach davon profitieren kann, dass meine Nachbarn ihre Gebäude ausbauen. Das ist eine relativ leichte Rechnung und ich finde die Rechnung eigentlich ganz gut. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir das jetzt mit dem reformierten asatruischen Glauben machen. Okay, was möchte der denn haben? König Snorri, das ist mein Bruder. Fell des Hundes aus Friedjavik. Ja, nimm's. Das ist dieses wundervolle Hundefell. Ja. Das war der Hund von unserem Vater. Das war der Hund von unserem Vater. Aber ich habe jetzt keine Muße, wegen ein bisschen Fell Krieg zu führen. Das mache ich dann in der nächsten Generation. Das ist der, also dieser Run, also ich wollte erst, das Hochkönigreich der Nordsee gründen. Das haben wir jetzt geschafft. Und das nächste Ziel, das ich jetzt habe, ist Dynastie der vielen Kronen. Und da müssen wir jetzt gucken, inwiefern wir das machen werden. Aber ich möchte ja in diesem Run, das ist ja der Hexenzirkel-Run, möchte ich ja einen Matriarch gründen. Das heißt, meine Aufgabe ist jetzt erstmal, die Religion zu reformieren. So lange bewege ich mich da oben nicht weg, weil ich brauche die 3 Religionsstädte und das ist immer ein bisschen stressig, die zu kriegen, damit ich reformieren kann. Dann reformieren wir und dann gehen wir mit unserer Frauenreligion wahrscheinlich nach Byzant und dann versuchen wir aus dem Byzant heraus das Pontifikat zu vernichten. Es ist eine lange Reise. Es ist eine lange Reise. Aber ich habe voll Bock, mal mit einem Spielstand zu spielen, wo nur die Töchter erben. Das wird lustig werden, glaube ich. Hallo, Thibaut.
Wäre es nicht einfacher, die Kultur zu ändern auf gleichgeschlechtlich oder weiblich dominiert? Kannst du nicht, wenn es deine Religion nicht erlaubt. Ich kann in meiner Kultur nicht einfach sagen, ja, Frauen haben jetzt das Sagen, weil ich eine Religion brauche, die mir erlaubt zu sagen, dass Frauen jetzt das Sagen haben. Wenn du dann denkst, alle meine Töchter sind mittlerweile sick. Also die Älteste ist leider gestorben, aber die Zweitälteste ist voll drauf. Die Drittälteste hat es voll drauf. Und die Jüngste hat es auch voll drauf. Also ja, werd ehrlich, das passt schon. So, wir haben wieder eine Fraktion. Wollt ihr mich verarschen? Meine Tempelgodin. Meine Tempelgodin möchte jetzt das Königreich von Schweden. Die 77. Nee, nicht mal meine. Es ist die Tempelgodin von dem Herzog. Was sind das für Fraktionen? Was sind das denn für Fraktionen, die hier einfach instant gegründet werden wegen jeglicher Scheiße? Like, hä? Und warum ist mein Bruder so schlecht in allem? Das ist die andere Frage. Warum ist mein Bruder so schlecht in allem? Und meine Schwester hasst mich auch. Alle hassen mich. Jut. Hast du auf, die ganze Zeit gegen mich zu rebellieren, wenn du in meinem Rat bist? Krieg ich dich dazu, dass wir uns einfach anfreunden, damit du nicht die ganze Zeit, beziehungsweise nicht die ganze Zeit jemand aus deinem Haus gegen mich rebelliert? Ich will halt nicht schon wieder jemanden hinrichten. Seid doch ein bisschen netter zu mir. Dann muss ich euch nicht die ganze Zeit töten. Jetzt, wo ich das laut ausspreche, gibt es nicht so viel Sinn, das so zu fordern. Hallo, Kasch. Hallo, T-Bone. Ich will sie ja nicht töten. Ich will halt nur auch nicht, dass sie leben. Sie können ja auch stolpern. Dann habe ich sie nicht getötet, aber sie leben auch nicht. Das ist ein Kompromiss. Das ist ein Kompromiss. Das ist halt auch, also. Leute, ich verbringe zu viel Zeit mit Maurice. Ich höre das an den Aussagen, die ich so mache. Ich verbringe offensichtlich zu viel Zeit mit Maurice. Ich möchte mittlerweile auch lauter Leute in den Wald führen. Meinst du, wie damals in Italien mit den Treppen? Italien hat schon wirklich viele Treppen. Italien hat schon wirklich viele Treppen. Also, das ist auch nicht meine Schuld. Also generell finde ich, das alles nicht meine Schuld.
Die Musik ist so geil, ey, holy shit. $200 ausgegeben für eine Pilgerreise. Ich glaube, es hackt. Aber es ist wichtig. Wir brauchen die Frömmigkeitspunkte ganz dringend. Das geht auf jeden Fall, Flayed, aber ich möchte keine Kultur, in der beide Geschlechter erben können. Ich möchte eine Kultur, in der nur Frauen erben. Das ist einfach eine Challenge für den Run. Also das hat nichts damit zu tun, dass ich das wirklich so möchte, sondern ich wollte halt einen Hexenzirkel gründen. Also einfach eine Dynastie rein aus Hexen und alles nur aus Frauen. Also ich werde wirklich auf nur Frauen können erben gehen. Das heißt, wenn meine Frauen keine Frauen gebären, sondern nur Söhne, dann haben wir ein Problem in der Erbschaftslinie. Das ist die Herausforderung für diesen Run und ich habe da echt Bock drauf. Also ich wollte das ja schon viel länger mal machen, um einfach mal ausprobieren und ja. Hallo Trigosch. Schuld ist so ein starkes Wort. Das sind halt unglückliche Verkettungen, glücklich machender Unfälle, wenn da jemand aus Versehen in den Wald läuft oder die Treppe runtergestolpert wird. Oder da ganz zufälligerweise im Wald plötzlich eine Treppe ist. Es gibt ja auch Waldtreppen. Wer kennt sie nicht? Die weit verbreiteten Waldtreppen, die in der Wildnis einfach randomly aufploppen und nur in eine Richtung fallen. Und am Ende dieser Waldtreppe ist meistens ein sehr langer, großer Graben mit tödlichen Piranhas und Krokodilen, die die letzten 20 Jahre trainiert haben, um tödliche Krokodil-Piranhas zu werden. Das passiert. Sowas findet man schon mal aus Versehen. Kann man auch nichts machen, ne, wenn das mal passiert. Sind gefährlich, diese Piranhas. Ach, du heilige Scheiße. Ich habe ja nicht, also ich habe ja gesagt, dass ich potenziell vielleicht noch das ein oder andere Kind haben möchte. Aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es Zwillinge werden. Also die erste, die Tochter würde ich auf jeden Fall nach meiner ältesten Tochter, die erschlagen wurde, benennen, nach Tiara. Tiara war eine wundervolle Tochter und die hält zwar nicht ganz mit, aber sie soll nach ihr benannt werden und nach ihrer Stärke. Und mein Sohn wird benannt nach meinem Hochkönig. Bottefüllt. Genau, nach dem. Das ist schön. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall noch mal ein paar Kinder dazugelegt. Das sieht doch schon viel besser aus. Das sieht doch schon viel besser aus. So, die ist jetzt schon Schildmaid bei mir. Die wird jetzt gleich noch Schildmaid. Was hat die? Die hat auch schon 13, ey. Das ist insane, wie krass diese Töchter einfach sind. Ey, das ist einfach krass. Ich muss ja, glaube ich, um die Religion zu reformieren, muss ich doch auch eine Glaubensikone sein, oder? War da nicht was? Achso, ich gewinne die Schlacht eh. Brauche ich gar nicht umplanen. Ich glaube, ich muss eine Glaubensikone sein. Sie hält nicht mit, sie ist nur ein Amazonengenie. Ja, die älteste Tochter war halt, ja gut, sie war nur intelligent und robust, aber wunderschön. Sie hat halt drei Perks. Also die Kleine hat halt zwei Tier-3-Perks und die andere hatte halt ein Tier-3-Perk und zwei Tier-2-Perks. Also ja, ist eine Streitfrage. Ich würde sagen, ist circa gleich auf. So.
Do, 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 do. Do, 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 do. Do, 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 do. Do, 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 do. Und wir haben schon wieder Krieg. Denn der Krieg war niemals fern. Und es ist schon wieder Krieg um Schweden. Ich brech doch so gern. Oh ja, schon wieder Krieg. Ich weiß, warum ich den Dude nicht in meinem Rat habe. Weil er halt einfach randomly die ganze Zeit einen Krieg mit mir anfängt und dann aus meinem Rat rausfällt. Und dann muss ich ihn jedes Mal manuell wieder neu einstellen. Und es ist einfach ätzend. Wenn er einfach nicht dauernd Krieg führen würde mit mir, dann hätten wir auch diese Probleme nicht. Und jetzt muss ich meine Armee ausheben und dahin fahren. Beziehungsweise muss ich meine Armee woanders ausheben, weil die sind halt vor mir dort. Ach, ist das scheiße. Und ich habe auch keine Verbündeten, glaube ich. Oh nein! Du bist eine gute Ärztin. Entscheide, was gemacht werden soll. Meine kleine Tochter hat Schwindsucht. Jetzt werde ich da hinten aufgehalten. Ich habe keine Zeit, euch gerade zu töten. Also ich finde es nett, dass ihr euch anbietet. Aber ich muss hier einen Krieg gewinnen. Bitte. Das ist echt kritisch, dass ich da unten gerade nicht wegkomme. Und dass mich das jetzt potenziell mein Reich kosten wird. Einfach nur, weil ich da unten nicht wegkomme. Lasst mich doch bitte einfach in meine Gebiete gehen. Das ist alles, was ich will. Ich will nur in meine Gebiete gehen, das ist alles. Und dann will ich auch noch meine Armee ausheben. Das ist die andere Sache. Wir fangen schon mal an auszuheben, aber meine ganzen Streitkräfte sind hier. Das heißt, ich muss die erst einziehen. Gott. Ich muss die halt erst rüberbekommen. Die Frage ist halt, bin ich schneller, wenn ich einfach. Jetzt fährt er mir da oben in die Armee rein, oder? Bewegt er sich? Nee. Ich muss diese Armee halt ganz, ganz dringend auflösen, damit ich oben die Armee zusammengezogen bekomme. Das ist ganz wichtig gerade. Weil sonst ist abseits davon, dass alles entspannt. Aber genau, und wir müssen jetzt hier auch die lokale Armee ausheben lassen, wo dann meine ganzen Soldaten drin sind. Genau, nämlich hier sollten dann meine Soldaten drin sein. In 3 Monaten. Okay, dann ist jetzt alles entspannt. Wer ist Häuptling Börsi? Gold. Ja, 75 Gold klingt gut. Außer ich lasse mich gleich demütigen. Dann klingt es nicht gut. Dann brechen wir es ab. Möge der Bessere gewinnen. Ich bin ein Berserker. Hoher Anstieg, dass ich. Oh, ich habe schon gewonnen. Lol. Okay. Das ging extrem schnell und ich habe Geld damit gemacht. Das ist praktisch. Und jetzt könnte ich Häuptling Gruppa wieder fragen. Aber ich brauche den, glaube ich, gar nicht. Also nicht, dass ich ihn nicht mögen würde, aber ich glaube, ich brauche den gar nicht gerade. Also vom Gefühl her, wenn ich mir angucke, wie die Armee hier läuft. Glaube ich, ist das entspannt. Was haben wir hier jetzt schon wieder? Künstlerisches Talent. Ich habe keine Zeit für künstlerisches Talent. Ich fühle hier gerade Krieg. 28 Tage. Bitte heb es aus. Hofereignis verfügbar. Ist immer noch künstlerisches Talent. Ich habe immer noch keine Zeit dafür. Für gerade Krieg. So, und jetzt können wir darüber gehen. Mein Sohn Sigurd soll spielen. Oh Gott. Verabschiedet euch schon mal von Sigurd, meine Freunde. Das war das letzte Mal, dass wir den gesehen haben. Verabschiedet euch schon mal. Der wird wahrscheinlich ertrinken. So wie alle Kinder bei dem Spiel. Literally ist dieses Spielereignis mit Abstand
das gefährlichste Ereignis im ganzen Spiel. Es sterben so viele Kinder dabei. Oh, und wir haben gerade Hauptbuch erforscht. Geil. Hauptbuch, was sagt das Hauptbuch? Dominanzschwelle plus eins, das ist doch geil. Dominanzschwelle plus eins ist doch geil. In 17 Jahren können wir ins Frühmittelalter, das ist doch auch was. Und dann lasst uns auf jeden Fall auf Motten gehen. Motten sind gut. Damit wir Burgen, also ordentliche Burgen bauen können, in denen wir ein bisschen sicherer sind. Damit ich auch nicht jedes Mal meine ganze Armee ausheben muss, wenn ich irgendwo belagert werde. Ich glaube, Motten ist auch das Beste, was du am Anfang da noch dazu holen kannst, damit du nicht die ganze Zeit vor jedem Aufstand Schiss haben musst in deinem Gebiet. Motten sind gut. Naja, Motten, also das sind nicht die Insekten. Nicht die Insekten. Durch das Spielereignis ist mein Zwilling gestorben, nachdem mein Vater bei der Jagd umgekommen ist. Erbe gesichert. Ja, so einfach wird man kinderlos. Man lässt sie spielen ohne Aufsicht. Das ist alles ein bisschen grausam. Oh, er ist zurückgekommen und nicht gestorben. Hä? Die haben einfach mittendrin den Kriegsgrund geändert. Und jetzt ist der Kriegsgrund Tyrannei. Ich bin kein Tyrann. Also schon, aber keiner, bei dem ihr euch beschweren dürftet, dass ich einer bin. Ich bin doch kein Tyrann. Ich bin ein Mörder. Und ein Dynastiemörder. Und ich bin vielleicht auch reizbar. Aber abseits davon bin ich ein guter Kerl. Hä, warum? Wie kann der denn einfach so die Kriegsgründe ändern? Ich kann doch nicht in den Krieg ziehen, 9 Monate lang Leute abschlachten und abgeschlachtet werden und nach 9 Monaten sagen, ja, also wenn ich es mir recht überlege, dann ist der Grund, warum wir gestorben sind, doch ein anderer. Dankeschön, der Killer, für die 3 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Die Gode ist tot, dann wird auf Tyrannei umgelenkt, einfach doofe Spielmechanik. Das ergibt halt überhaupt keinen Sinn. Das ergibt halt überhaupt keinen Sinn. Wir wollen Ursula auf dem Thron von Schweden. Oh, Ursula war 77 Jahre alt, als wir auf die Idee gekommen sind, das zu fordern. Nun gut, dann halt nicht. Dann protestieren wir einfach mal grundlegend, auch wenn Ursula nicht mehr lebt. Hä? Dankeschön, Kravias, für die 3 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön, Shadaran, für die 21 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Danke, danke, danke schön. Ich muss da rüber, ne? Und danke, Exe Fenia, für die 4 Monate und einen wunderschönen Aufenthalt hier weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. Die sind halt mit der Gesamtsituation unzufrieden. Mit der Gesamtintuation. Situation. Schmundus. Schmie, Schma, Schmupp. Wenn die mehr Steuern zahlen würden, wären sie auch glücklicher. Das funktioniert in Deutschland doch auch so. Ich sehe kein Problem. Dankeschön, Exo, für die 4 Monate. Und Dankeschön, Thibaut, für den Prime-Sub. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Und danke für die 100 Bits, Daichan. Dankeschön, Dankeschön. Keiner im Chat widerspricht, eindeutige Zustimmung. Ja, eben. So einfach geht das. Sehe ich ähnlich, Holy. Sehe ich ähnlich.
Und Dankeschön, Geolin, für die 2 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Beides geil, Thibaut. Aber grundsätzlich lieber Bierbong. Und Dankeschön, Game Offer, für den Prime Sub. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Hä? Was für eine Niederlage. Ach, ich wurde da oben überrumpelt. Das habe ich nicht gesehen. Da hätte ich nicht mit meiner ganzen Armee gehen dürfen. Das habe ich nicht gesehen, dass da oben eine Armee gespawnt ist wieder. Das hatte ich nicht gesehen. Aber ich muss doch eigentlich nur... Aber ich will das nicht einnehmen, weil das ist halt eine andere Armee von Wales. Und mit dem will ich mich gar nicht prügeln gerade eigentlich. Oh, Mini, dankeschön für die 5000 Bits. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Das ist sehr lieb. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Die Westfold wird belagert, meine Freunde. Ich wiederhole, die Westfold wird belagert. Und Skane wird belagert. Junge. Ja, aber das Skane, was ist das da für eine Armee? Hä? Also, ich weiß auch nicht, warum ich eine Meldung dafür bekomme, dass Skane belagert wird. Das ist ja nicht mein Problem gerade. Das ist ja nicht mein Krieg. Das ist ja überhaupt nicht mein Krieg und nicht mein Problem. Und Dankeschön, Matze, für die 2 verschenkten Subs. Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Dankeschön, Dankeschön. Nee, Mira. Und wenn du keine Titel mehr trägst, dann ist Game Over. Skane? Hä? Nice. Jetzt haben wir ein Kriegsemblem. Hier haben wir ein Kriegsemblem und dann rennen wir das da drüben gleich ein. Hallo Koldek. Skane. Ich kann das nicht aussprechen. Können wir es nicht einfach, können wir nicht einfach Skane dazu sagen und so tun, als wäre das normal? Ich frage ja nur. In dem Safe habe ich noch nicht so viele Stunden, Phil. War das erst mein 3. gespielter Charakter. Es wird alles belagert gerade. Literally everything. Der deutsche Begriff ist schonen. Ja, aber ich will es ja nicht schonen. Haha. Ich habe ja so ein... Noch eine Schildmaid. Geil. Noch eine Schildmaid. Das gefällt mir. Und dann wollen wir die Festung stürmen. Kann ich noch nicht gerade, ne? So. Krieg gegen die Tyrannei ist vorbei. Es war nicht mehr möglich, es fortzufahren. Trank sich zu Tode. Gott sei Dank. Ach, meine Halbschwester war auch der Ehemann von, oder die Ehefrau von dem Dude.
Ich hole meine Halbschwester mal zurück an meinen Hof. Das ist ja Katastrophe, wie das gelaufen ist. Und jetzt habe ich meine Cousine mal... Endlich. Ich habe es euch ja gesagt. Frauen sind einfach viel nachvollziehbarer, was das angeht. Viel nachvollziehbarer. Und du bist jetzt auch an meinem Hof und da geht es dir auch besser und das passt. Dankeschön, Friva übrigens auch. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. So. Okay. Ich bin verschuldet. Das ist mir aufgefallen, dass ich verschuldet bin. Das finde ich auch eher mäßig gut, wenn ich ehrlich bin. So, was schauen wir mal. Die ist mittlerweile 11. Scheiße, wir müssen die loswerden. Die ist nicht verlobt, das passt. Die ist verlobt mit meinem Neffen. Das ist eine wilde Kombi. Die Kleine hat Schwindsucht, ne? Ist Schwindsucht heilbar? Also gibt es theoretisch die Möglichkeit, dass sie die Schwindsucht überlebt? Ja, ist heilbar. Okay, cool. Cool, cool. Ich frage nicht, wie es im echten Leben heilbar ist, Glidery. Das hilft uns nichts. Wir müssen es hier im Spiel rausfinden und wir müssen dieses Kind loswerden. Ich will den halt nicht wütend machen, den Oberhäuptling Valassi, aber ich will halt auch nicht, dass seine, also wir finden eine andere Möglichkeit für ein Erbnis. Ich habe ja auch noch einen anderen Sohn. Den hier zum Beispiel. Prinz Sigurd Tochsen. So, und das ist doch ein gutes Bündnis. Dann kriegen wir eine kleine Albino-Tochter in unser Haus. Das finde ich eigentlich ganz cool. Aber die älteste Tochter ist halt leider wirklich nicht gut. Und das ist halt potenziell mein Erbe. Wir wissen es noch nicht, ob ich das mit der Religion reformieren davor hinbekomme. Ich muss davon ausgehen, dass es nicht klappt. Und deswegen muss ich dieses Bündnis wieder lösen. Ist ein Erbe nicht schwul? Ja und? Ich krieg das halt nicht, also wenn ich das halt breche, dann verliert er halt 30. Ja gut, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Dann muss ich sie nicht töten. Das wäre nämlich eigentlich echt grausam. Und dann gucken wir mal lieber nach einem Kind mit vererblichen Eigenschaften, damit diese wunderschöne Linie hier weitergeführt wird. Ich hätte halt gern eine kleine Herkules, aber leider können wir noch keine in der Familie Inzestgeschichten machen. Sonst hätte ich ihn einfach mit meiner Jüngsten verlobt. Aber dies kommt auch in Frage. Das kommt auch in Frage. Meine nordische Dynastie wurde von Blattern weggerafft. Das ist Pain. So, wir haben schon wieder irgendeine Fraktion gegen uns. Will die nicht langsam mal sich bekehren lassen, damit sie nicht gegen mich rebelliert? Das ist doch einfach die leichteste Lösung. Lass dich bekehren und sei dankbar. Da. Geht. So einfach geht das. Okay. Ich bin immer noch verschuldet. Aber abseits davon, wenn ich das reformieren möchte. 3800. Ich habe noch nie mal was umgestellt. Oh, Bruder. Oh, Bruder.
Wer ist das? Der ist auch seit 5 Jahren schon bei mir im Knast. Ist auch einfach grausam. Das Kind ist 11. Das ist seit 5 Jahren im Knast. Das hat halt in seinem Leben noch nie was anderes gesehen. Das ist auch einfach grausam. Das ist einfach grausam. Das ist eine furchtbare Welt. Was bin ich für ein furchtbarer Herrscher? Aber hast du denn so viele Krankheiten in deinem Reich? Ich habe doch nicht viele Krankheiten in meinem Reich. Hä? Ich kann ja nicht, ich kann ja keine. Ich habe ja kein Geld gerade, um nochmal Krieg zu führen gerade. Ich habe kein Geld für meinen Thronsaal gerade. Aber um ehrlich zu sein, macht es mich ein bisschen nervöser, wie krass gerade mein Bruder durchmarodiert. Also ich sehe die ganze Zeit nur König Tür hat eingekerkert, König Tür hat eingekerkert, König Tür hat eingekerkert und es hört halt nicht auf, so. Das ist echt wild. Das ist echt wild. Dankeschön, Smirni, für die 5 Monate. Vielen lieben Dank. Das ist super nett und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Also Hausarrest würde ich eher als zwangsweises Wohnen im Schloss sehen. Damit kann man gut leben, denke ich. Gibt Schlimmeres. Ich glaube, dass alles zu einer Folter wird, wenn es gezwungen ist. Also ich glaube, 10 Jahre lang in einem großen Schloss im Mittelalter als Herrscher zu leben, einfach nur, weil man keinen Bock hat, rauszugehen, ist für den Kopf und für die psychische Belastung als, also was ganz anderes als 10 Jahre nicht rausgehen, weil du nicht raus darfst. Ich glaube, dieses Dürfen, Können, Müssen, Wollen macht einen riesigen Unterschied, was die psychische Belastung angeht. Und ich glaube, es ist nicht zu unterschätzen, dass Menschen grundlegend freiheitsliebend sind. Also natürlich ist es nicht vergleichbar mit einem Kerker, um Gottes Willen. Definitiv ist es nicht vergleichbar mit einem Kerker. Aber ich glaube, dass wenn du im Hausarrest gehalten wirst, das mit der Psyche trotzdem eine ordentliche Belastung macht. Und Dankeschön, Smirni, wegen den 5 Monaten. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Ach, während einer Pandemie war eingeschlossen und beschäftigungslos sein noch nie ein Problem. Mhm. Glaube auch. Glaube auch. So, wer kann da jetzt heiraten? So. Die können jetzt heiraten. Geil. Genau, das... Nein, was? Ich hab zu schnell gedrückt. Ah... Ich hab zu schnell gedrückt. Ich hab zu schnell gedrückt. Das war keine Absicht. Der Weber ist stark in dir. Ja. Ah.
muss nur ganz kurz, ich habe hier eben eine Nachricht bekommen und auf die müsste ich halt ganz schnell reagieren, Leute. Würdet ihr mir 2 Sekunden Pause gönnen? Ich muss mich darum ganz kurz kümmern und ich merke gerade, dass mich das mega belastet. Ich muss da einfach ganz kurz antworten. Ist eine Privatgeschichte, aber ich muss mich da ganz kurz melden. Mein Kopf ist einfach gerade ganz woanders. Ich bin gleich wieder da.